Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge und heute spielen wir das Squid Game. Ja Leute, heute dachte ich mir, schauen wir uns mal ein paar andere Squid Game Spiele auf Roblox an. Die beliebtesten haben wir jetzt ja schon ein paar Mal gespielt. Hier stehe ich auch gerade in dem aktuell beliebtesten, Leute. Heute dachte ich mir mal, schauen wir uns mal ein paar an mit so von 1000 bis 10.000 Spielern oder so. Schauen wir mal, ob die was taugen. Schauen die mal an, ob Squid Game, also das Squid Game, was von mir bald rauskommt, besser oder vielleicht sogar schlechter ist. Ich bin mal sehr gespannt, Leute. Aktuell stehen wir hier im beliebtesten. Das heißt einfach auch nur Squid Game. Da muss man echt aufpassen wegen dem Copyright. Ich finde die Lobby allerdings echt nicht gerade wirklich schön, Leute. Heute schauen wir uns, wie gesagt, ein paar, ich sag mal, weniger bespielbare Squid Game Spiele auf Roblox an. Ich hoffe, es gefällt dir. Falls ja, das gerne in den Daumen da. Und abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um keine weiteren coolen Roblox-Videos von mir zu verpassen. Ja, Leute, das hier kennen wir schon alle schon. Hier haben wir noch ein anderes Game, Leute. Schuh-Simulator. Alles klar, Leute. Aber darum geht's in diesem Video. Wir springen direkt ins nächste Spiel. Und oh, wir hatten noch das Spiel gespielt, Leute. Letztes hing da nicht dieses Schild. Welcome to the Blocks. Also PewDiePie kenne ich, aber die Person, keine Ahnung, Leute. Okay, gehen wir mal auf die Roblox-Webseite und wollte ich aber sagen, benutze keine Starcode, in Jordan, falls du dir Robux oder Roblox kaufst. Oder wir sagen, weiter geht's nach dem Intro. Wir sind jetzt hier auf der Webseite angekommen und hier habe ich jetzt einfach mal nach Squid Game gesucht. Hier sehen wir schon das, wo ich gerade drin bin. Da sehen wir hier mit so 400 Spielern. Hier heißt ein Squid Game Red Light, Green Light mit 2700 Spielern. Da schauen wir mal rein. Hier können wir auch mal reinschauen. Das hat anscheinend auch Emotes. Dann können wir hier reinschauen, Leute. Und dann schauen wir noch, wenn wir noch Zeit haben. Hier, Leute. Hier, das hat auch 11.000 Leute. Das passt ja. Das hat jetzt die meisten Spieler von denen, die wir heute spielen. Das heißt, ich sag mal, das Beste kommt zum Schluss. Hier können wir direkt schon feststellen, Leute. 9.000 Likes zu 21.000 Dislikes. Ah, ist nicht so gut, Leute. Aber 50 Millionen Besuche, das ist stark, Leute. Ich will gar nicht wissen, wie viele Robux die damit schon gemacht haben. Haben die irgendwas im Shop? Tatsächlich schon, Leute. Ah, nein, das sieht doch schon mal gar nicht gut aus, Leute. Die Zeichen hier. Ah, ja, ja. Oh, ich kenne das Spiel sogar, Leute. Ich kenne die Creator von dem Spiel sogar. Okay, alles klar, Leute. Dann bin ich jetzt mal gespannt, Leute. Und zwar kennt ihr, ich habe ja dieses Guess All the Doppy Pet Spiel und diese Person von der, also die Spiel erstellt hat, hatte auch so ein Spiel und die hat das einfach hierzu umgewandelt und oh mein Gott, wo bin ich hier gelandet? Warum hat das 2700 Spieler? Da oben flackert alles rum und... Oh mein Gott, wie sieht es denn hier aus? Oh, okay. Green Light und stehen geblieben. Red Light, ja. Das sieht überhaupt nicht gut aus. Oh mein Gott. Okay, Green Light, Leute. Hier haben wir noch diesen komischen Countdown. Der ist hier auch nirgendwo auf der Map. Also, Leute, was ist das denn? Wieso? Also, da sind echt die Dislikes berechtigt, Leute. Warum ist da oben ein anderer Countdown als hier? Ich verstehe gar nichts, Leute. Dann haben wir natürlich noch einen Shop, wo man die Game Pass holen kann. Und auch noch ein Donate. Oh mein Gott, das sieht also... Also, Leute, jetzt wirklich, ohne jetzt hier zu kritisieren, das sieht wirklich nicht so schön aus. Und ich bezweifle auch, dass Leute hier ein super Babyface zu haben. Ich glaube, das ist einfach nur... Ist sie gerade bei Red Light? Warte mal, Leute, das würde ich jetzt ausprobieren. Kann ich bei... Ist es Red Light? Kann ich laufen? Oh mein Gott, ich kann einfach bei Red Light laufen. Das macht mal... Also, das Spiel funktioniert nicht mal. Und die haben wie viel? Warte mal. Was sind... Wir haben 2 Millionen Robux mit Donaten eingenommen. Ist das... Und... Hier hat irgendjemand 45.000 Robux donated. Ist das deren Ernst? Wisst ihr, wie viel Geld das ist? Achso, hier kann man sich die Phase anziehen. Okay, Leute. Aber eine Sache werde ich euch versprechen. Mein Spiel, Squid Game, was bald rauskommt, Leute, wird definitiv besser als das hier. Weil was? Also Leute. Ja, da verstehe ich wirklich nicht, warum das so viel Spiel hat. Und guckt, die Map. Also. Okay, Leute, ich laufe jetzt hier einfach mal durch, Leute. Ich brauche jetzt auch keinen Red Light, Leute. Wir laufen einfach weiter und werden wir sterben. Oh, wir sind gestorben. Es hat funktioniert, Leute. Aber ja, ich würde sagen, springen wir ins nächste Game, Leute. Hier von dem Game. Wenn ihr auf jeden Fall nicht überzeugt, Leute, schreibt gerne eure Meinung gerne in die Kommentare. Und jetzt habe ich wieder gedoubled time, Leute. Let's go. Die Sounds haben mich auch sehr genervt, Leute. Squid Game Emotes. Okay, 5400 Likes zu, ich sag mal, 2000 Dislikes. Auf jeden Fall schon mal ein besseres Like-Dislike-Verhältnis. Jetzt bin ich mal gespannt, Leute. Hat auch 10 Millionen Besucher und auch über 2000 Spieler. Das ist krass, Leute. Eventuell schafft mein Spiel auch über die 2000 Spieler zu kommen. Das wäre natürlich mega, mega cool, Leute. Dafür müsste ich es aber auch allerdings erstmal rausbringen. Okay, hier sind wir schon direkt und die Lobby, die sieht okay aus. Sieht besser aus als im letzten Game. Die sieht okay aus. Ich finde meine noch cooler, Leute. Meine kennt ihr ja noch gar nicht. Also ein paar von euch kennen sie schon. Und hier sind ganz viele Guards, die hier winken. Aha, hier kann man sich ganz viele Game Pässe holen. Doppelcoin, Select Episode. Oh, ja, ja, Leute. Ganz viele Robux kann man hier ausgeben. Ist ja klar, Leute, man will ja irgendwie sein Geld verdienen, aber ist schon ein bisschen überspitzt. Okay, Leute, in 38 Sekunden geht's los. Ich stelle mich dann gleich mal dahin, Leute. Was gibt's hier noch? Most Donation. Hat irgendjemand 5000 Robux donated? Okay, das ist noch nicht so viel, Leute, weil eben hatten wir einfach in dem Spiel was viel schlechter aussah, hatten wir viel, viel weniger. Und hier gibt's jetzt den Most. Ach, die...
Ach, die Emotes muss man sich für Robux kaufen. Wow. Okay, und das ist ja wirklich nicht schwer, sowas zu machen, Leute. Dass man die sich für Robux kaufen muss, das ist echt schon ein bisschen dreist, Leute. Und der Shop, der sieht irgendwie ziemlich, der sieht sehr, 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 sehr komisch aus. Aber okay, Leute, wir schauen uns jetzt mal das Spiel an, weil das ist ja das Wichtigste, sag ich mal. Die Lobby ist ja so einigermaßen wichtig und das Spiel ist ja das Wichtigste. Es gibt sogar ein Level-System, okay, das ist cool, Leute. Das ist cool. Ich bin selber noch Level 0, weil ich spiele das gerade zum ersten Mal. Zum Glück spiele ich das gerade zum ersten Mal, denke ich, Leute. Episode 1, Red Light, Green Light. Jetzt bin ich mal gespannt, Leute, wie das Ganze umgesetzt ist und ob ich das schaffen werde. Teleporting Players in 8 Seconds, okay. Und 5 Seconds, Leute. 4, 3, 2... One. Oh, da war kein One. Okay, let's go, Leute. Teleportieren. Oh, werde ich teleportiert? Werde ich teleportiert? Ich höre nichts mehr. Es lag. Hallo. Leute, ich habe gerade 3 FPS. Ah, okay, ich wurde teleportiert. Und jetzt sind wir hier bei Red Light, Green Light. Jetzt bin ich mal gespannt, Leute, wie das hier aussieht. Und ja, wir müssen jetzt warten. Okay, let's go, Leute. Green Light und Red Light. Also, die haben hier nochmal, die haben mir einen Text geschrieben und dann nochmal so einen Punkt dahin gemacht für, na gut, für Blinde bringt das ja nichts, weil die können ja weder noch sehen. Alles klar, Leute, dann keine Ahnung, aber vielleicht ist es einfach nur Optik. Aber es ist auf jeden Fall schon mal besser als letztes Spiel. Es nervt mich nur quasi, dass ich, wenn ich sprinte und dafür Shift drücke, dass ich quasi den Shift-Lock anmache. Man hätte das einfach auf Steuerung oder sowas legen können. Aber es scheint auf jeden Fall zu funktionieren diesmal, Leute, das Spiel. Der Schuss-Sound ist zwar ein bisschen komisch und so, aber, und die Map auch übrigens, aber funktionieren tut es. Und das freut mich auf jeden Fall, Leute. Wir sind auch hier Erster, Leute. Wir sind hier auch einfach Erster und, oh, ja, die Dolle ist auch ein bisschen groß, Leute, ist auch ein bisschen groß, in der Serie war sie auf jeden Fall nicht so groß, Leute. Übrigens für das Squid Game Serie, bitte guckt sie nur, wenn ihr alt genug seid oder wenn ihr die Erlaubnis eurer Eltern habt und euch wirklich dafür bereit fühlt, weil diese Serie, Leute, ist wirklich nichts für, ja, ich sag mal Kinder, das ist ja wirklich eine Serie, die für Erwachsene ausgelegt ist, Leute, für über 16-Jährige. Und selbst als ich sie geguckt habe, dachte ich manchmal so, da gucke ich besser weg. Und ja, ich bin ja schon 18, Leute. So, okay, wir haben es geschafft, Leute, als allererstes. Und jetzt warten wir mal und als ob die Emotes hier wirklich Robux kosten. Das ist schon wirklich frech, oder? Das ist wirklich schon frech. Aber ja, wir warten mal hier mit unserer Doll, die irgendwie, ja, ich gebe dazu einfach mal keinen Kommentar ab. So, Leute, das nächste Spiel. Wir sind auf dem Spielplatz angelangt, auf dem Riesenspielplatz. Und jetzt bin ich echt mal gespannt, was wir jetzt tun müssen, Leute. Jetzt bin ich echt mal gespannt, was wir tun müssen. Teleporting Players, please wait. Okay, we are waiting. Wir sind am Warten. Und so lange gehen wir mal in einen Garten. Wir sind auf einem Spielplatz und nicht in einem Garten. Aber es hat sich jemand rein, Leute. Was reimt sich auf Spielplatz? Was reimt sich auf Spielplatz, Leute? Spielplatz ist ein ziemlich langes Wort. Ich weiß es gar nicht, Leute. Schreibt es in die Kommentare. Und kann man sich das hier ausruhen, Leute? Weil ich würde das. Wir haben wirklich 20 Sekunden Zeit, um eine Form auszuwählen. Ich nehme auf jeden Fall das Dreieck, Leute. Ich nehme auf jeden Fall das Dreieck, als ob man sich das wirklich aussuchen kann. Ist das nicht ein bisschen unfair? Weil nimmt nicht jeder das Dreieck? Also das Dreieck ist meiner Meinung nach mit Abstand, also mit Riesenabstand, das Einfachste. Weil beim Kreis muss man immer wieder so aufpassen. Da muss man so rund gehen. Beim Dreieck kann man einfach so zip, zip, zip und fertig. Beim Stern muss man dann. Aber ja, Kreis geht noch und Regenschirm ist. Yo? Wieso wurden gerade so viele Leute eliminiert? Es hat gerade einfach gelaggt und dann. Alles klar, Leute. Okay. The game will start. Okay. Was muss ich machen? Was muss ich machen, Leute? Ich verstehe nicht, was ich machen soll. Hallo? Muss ich hier auf Stopp drücken? Ich muss auf Stopp drücken, wenn es auf dem gelben. Ja, okay, ist ja langweilig, Leute. Und das ist ja auch überhaupt nicht schwierig. Das Ding wird vor allem nicht mal kleiner oder sowas. Okay, jetzt wird es kleiner, okay. Aber es wird jetzt, also jetzt wird es wieder größer. Also, eine Schwierigkeit sehe ich da jetzt nicht, Leute. Wie lange geht das jetzt noch? Wie lange muss ich das jetzt machen? 2 Minuten oder was? Oh mein Gott, wenn das jetzt wirklich nur so wenig immer abknackst, dann ist das ja wirklich echt lästig, Leute. Dann ist das ja wirklich echt lästig. Wie lange. Oh mein Gott, okay, das. Na, das hätte man besser machen können, Leute. Mache ich bei mir im Game auch besser, Leute, weil das hier ist wirklich so, na, so lala, sag ich mal. Bin mal gespannt, ob wir es jetzt überhaupt schaffen werden, aber ich denke schon, wir haben noch 1 Minute 40 Zeit. Ich höre die ganze Zeit nur, wie irgendwelche Leute sterben. Warum verkackt man hier was? Wenn man einmal falsch drückt, ist man raus oder was? Oder was soll man denn hier falsch machen? Also ich habe noch bis jetzt kein einziges Mal mich verdrückt. Ich wusste am Anfang noch nicht, wie das hier gehen soll. Ich weiß nicht, was. Also ich wusste nicht, was der Stopp. Ich dachte, wenn ich Stopp drücke, bin ich einfach disqualifiziert oder sowas. So, Leute. Zack, zack, zack. Ich habe hier eine Reaktionszeit und haben es geschafft. Wir haben es geschafft.
Ah, deshalb sind die gestorben, weil sie es geschafft haben, oder wie? Also, ach, Leute, ich habe keine Ahnung, aber jedenfalls haben wir es geschafft, Leute. Und in 20 Sekunden geht es weiter. Und ja, ich will auf jeden Fall noch ein... Ist das jetzt das zweite Spiel, was wir gespielt? Ich glaube schon, Leute. Ich will eigentlich noch ein weiteres Spiel in dieser Folge. Das heißt, Leute, ich mache jetzt mal ganz schnell. So, Leute, jetzt sind wir beim Tau ziehen und hier fliegt er mir die Hälfte raus. Ich bin einfach in einem Typen gespawnt. Okay, alles klar. Hier fliegt er mir die Hälfte raus, Leute. Okay, click the pull opening. Okay. Wir müssen klicken, um halt das andere Team runterzuziehen, Leute. Das kennen wir ja schon, aber die Frage ist, wo müssen wir jetzt zurück, Leute? Okay, hier, pull. Leute, ihr müsst jetzt komplett rauswärmen. Komm schon, wir gewinnen das, Leute, zusammen. Und easy, Leute, easy, easy. Kein Ding für den King. Und jetzt bin ich wieder mit dem Typen gespawnt. Was ich ein bisschen schade finde, Leute, wenn mir immer die Nummer 001. Bei mir im Spiel werde ich das auf jeden Fall so machen, dass jeder eine andere Nummer hat, Leute. Weil, ich meine, die Nummern sind ja eigentlich schon cool in der Serie. Und deshalb dachte ich, ja, okay, mach ich das einfach auch so, Leute. Und weiter geht's mit, ja, jetzt müsste eigentlich hier Dings kommen. Murmelspiel, Leute. Jetzt müsste das Murmelspiel kommen. Hilfe, ich werde nicht geportet. Ah, jetzt, Leute, okay, jetzt sind wir beim Murmel spielen. You have 10 Marbles. Wager, okay. So, Leute, ich werde natürlich in meinem Spiel auch versuchen, wenn ich auch so Texte mache, das weiß ich noch nicht, dann mache ich natürlich auch eine deutsche Version, Leute, damit das auch in Deutsch da steht, ist ja klar. Ich werde es natürlich hauptsächlich auf Englisch machen, Leute, das Spiel ist ja natürlich, aber dann werde ich noch auf jeden Fall eine deutsche Übersetzung für die machen, die halt nicht so gut Englisch können, was ja auch kein Problem ist, Leute. Die Frage ist jetzt, wie kriege ich jetzt diese Marbles? Okay, ich kann jetzt hier Odd oder Even machen, Leute, gehen wir aber mal, ich habe einen Gegner, okay, Leute, ich packe jetzt 3. Jetzt mache ich Even. You lost 3 Marbles. Oh mein Gott. Odd. Ich habe 3 gewonnen. Okay. So, ich mache mal 4. Ich mache jetzt Odd. Nein! Ich darf nicht verlieren, Leute. Ich mache 5 und ich mache jetzt wieder Odd. Oh mein Gott. Leute, das ist Odd. Oh mein Gott. Achso, ich habe nicht genug Marbles. Okay, Leute, machen wir Odd. Oh mein Gott, ich habe noch einen, Leute. Ich habe noch einen. Odd. Ja, ich habe einen gewonnen. Nochmal out. Ja, Leute, ich habe 4 Marbles. Er hat 9. Wie hat er 9? Machen wir Even. Nein, Leute. Okay, es ist auf jeden Fall gut gemacht hier, Leute. Es ist auf jeden Fall gut gemacht, aber ja. Und oh nein, Leute. Das war's mit mir. Autsch. Und, oh, wir leben noch. Okay. Kann ich jetzt, also, bin ich jetzt weiter oder bin ich jetzt irgendwie raus oder so? Das schaue ich jetzt mal kurz nach. Okay, Leute, jetzt haben wir es geschafft. Die Marble-Runde ist vorbei. Jetzt ist die Frage, werde ich jetzt eliminiert oder disqualifiziert oder wie sieht das Ganze hier aus, Leute? Weil ich wurde ja, also ich habe ja verloren. Eigentlich müsste ich jetzt ja raus sein, oder nicht? Aber kann sein, dass ich weiterkomme irgendwie. Ich weiß nicht, Leute. Also, mir kommt es auch so vor, als ob eben auch beim Tauziehen zum Beispiel einfach alle quasi gewonnen haben, weil wir haben hier sehr viele Leute noch. Eigentlich dürften hier, glaube ich, gar nicht mal so viele Leute sein. So, Glass Stepping Stones, Leute, let's go. Jetzt bin ich mal gespannt, Leute, ob wir das auch schaffen, weil sonst ist es ja hier einfach zu gewinnen. Ich meine, im Endeffekt quasi wird man ja nach jeder Runde wiederbelebt. Okay. So, Leute, Teleporting Players, please wait. Wir warten, werden wir jetzt teleportiert oder werden wir nicht teleportiert? Das ist jetzt die Frage, Leute, weil wenn wir nicht teleportiert werden... Oh, wir wurden teleportiert. Okay, Leute, das heißt, wir haben hier die Chance. Wir haben hier die Chance, das Spiel zu spielen, Leute. Und ich würde auch sagen, das ist jetzt wirklich das letzte Spiel für diese Folge. Wir haben also nur 2 Spiele oder waren das jetzt 3? War das jetzt 2 oder 3? Ich weiß es nicht, Leute. Getestet, aber... Ich hab so ein Kurzzeitgedächtnis, aber die Folge geht schon viel zu lange, Leute, obwohl, vielleicht kriegen wir noch ein schnelles hin, Leute, aber Leute, erstmal müssen wir das hier schaffen, Leute, vielleicht verlieren wir ja auch, aber ich hoffe, was hast du getan? Yo! Lauf einfach! Nein! Aua, ich dachte, ich kann da vorbeilaufen. Aber Leute, ich wurde einfach wiederbelebt. Okay, ja, dann warten wir jetzt nochmal 3 Minuten und dann gucken wir uns das letzte Game noch an, Leute. Und ja, bis gleich. So, Leute, in 8 Sekunden geht es weiter und dann machen wir das Squid Game. Also das letzte Game heißt ja eben Squid Game. Und ja, ich bin mal gespannt, Leute. Ich bin mal gespannt, ob wir jetzt wieder teleportiert werden. Und wieso kann man sich eigentlich extra Lives kaufen? Das macht doch gar keinen Sinn. Ah, nee, hier in 15 Sekunden geht es los. Okay, Leute, das seht ihr jetzt einfach in einer Sekunde komprimiert. Hey, ich sehe hier gerade, es gibt gar kein letztes Game. Glass Stepping Stones ist das letzte. Das heißt, wir sind jetzt wieder bei Episode 1. Okay, alles klar. Ich habe so langsam das Prinzip vom Spiel verstanden, Leute. Dann schauen wir uns mal ganz kurz ein anderes an. Und dann würde ich sagen, ja, gehen wir jetzt wieder auf die Roblox-Webseite. Leute, Squid Game Honeycomb. 13.000 Likes, 5.500 Dislikes. Bin mal sehr gespannt, Leute. 15 Millionen Besuche. Schauen wir uns ganz kurz an, Leute. Die Folge geht nämlich schon ziemlich lange. Das heißt, wir schauen hier mal ganz kurz rein, Leute. Vielleicht, falls wir ein Spiel finden, was uns gefällt. Ich mag das probieren, Leute. Einfach Ruffy da. Aber eigentlich müsste Ruffy die, ja, auseinandernehmen. Aber Leute, die Lobby ist sehr low-poly-mäßig gestaltet. Sehr, sehr klein. Und wie laufe ich hier rum? Warum laufe ich so cool?
komisch. Was ist denn mit mir los? Hier passen auch nicht viele Leute in eine Lobby rein. Hier haben wir einen Shop, der irgendwie rumleuchtet. Ah, hier sind Klamotten. Okay, aber was ist mit meinem Laufen? Wie laufe ich denn hier? Kann ich hier irgendwie meinen Shift-Lock ausmachen? Kann ich dann besser laufen? Ja, kann ich. Okay, aber auch komisch, Leute. Hier sind nochmal Game-Pässe. Okay, Leute. Und gleich geht's los, Leute. In 3 Minuten. Oh, Mann. Wieso muss ich denn immer so lange warten? Ich will nicht immer so lange warten, Leute. Aber die Frage ist, gibt's hier nur Green Light, Red Light oder... Also ich spiele auf jeden Fall gerade Green Light, Red Light. Da hinten steht irgendjemand rum. Oh, mein Gott. Aber ja, was soll's, Leute. Wir können uns ja so lange mal den Shop hier anschauen. Und das, was ist das denn für ein Laufen? Warum hat das Spiel so viele Spieler? Das ist absolut blöd mit diesem komischen Laufen. Aber was soll's, Leute. Ein extra Leben kostet 50 Robux. Biete doll. Okay, das ist cool, Leute. 500 Robux. Ah, muss ich nicht unbedingt machen, Leute. Aber falls ihr das sehen wollt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Es ist Leben noch 4, Leute. Come on, come on. Du da hinten. Steh doch nicht einfach rum. Wir warten alle auf dich. Ich will doch jetzt hier nicht einfach noch 2 Minuten warten. Hier oben haben wir ein riesiges Geldschwein. Aber Leute, da würde ich sagen, sehen wir uns in... Oh, der Timer hat sich verkürzt. Ist sie gestorben? Sie ist gestorben. Oh mein Gott. Yay, Leute. Gleich geht's los. Next Game Honeycomb. Okay, das heißt, hier gibt es mehr Spieler als nur Red Light, Green Light. Okay. Dann schauen wir uns jetzt mal Honeycomb an, Leute. Dann schauen wir uns jetzt mal Honeycomb an. Aber anscheinend kann man hier auch nicht rausfliegen. Anscheinend ist man hier wieder nach jeder Runde quasi wiederbelebt. Weil ich könnte jetzt sonst nicht Honeycomb spielen, Leute. Weil normalerweise müsste ich hier erstmal Red Light, Green Light gewinnen. Was auch immer das da unten ist. Ist das eventuell meine Ausdauer oder irgendwie sowas? Okay. Ja, es ist meine Ausdauer, Leute. Okay. Das ist ein cooles Feature, aber das Laufen ist trotzdem sehr, sehr komisch. Und jetzt bin ich mal gespannt, Leute. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir... Kann ich hier rein? Ah, wahrscheinlich werde ich jetzt teleportiert oder sowas. Jeden Moment. Teleporting. Please wait. Okay, Leute, wir warten. Das heißt, wir spielen hier bei dem Spiel noch Honeycomb, Leute. Und, oh, hier können wir ein Foto machen. Bin ich hier irgendwo? Kann ich hier irgendwie irgendwo... Hier ist einfach alles schon besetzt, Leute. Oha, okay. Aber, Leute, wir gehen einfach hier weiter. Wir gehen hier weiter. Teleporting. Please wait. Okay, okay, okay. Und jetzt spielen wir hier das Honeycomb-Game, Leute. Das würde ich sagen, ist das letzte Game für diese Folge. Falls ihr dieses Spiel hier nochmal spielen soll, Leute, dann schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Und das auf jeden Fall einen Daumen da. Und abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um keinen weiteren coolen Roblox-Videos von mir zu verpassen. Ich bin jetzt immer sehr gespannt, wie das Spiel hier umgesetzt wurde. Du hast auch gerne Starcode, Jojo, falls du dir Robux oder Roblox drin kaufst. Und schaut auch gerne in die Videobeschreibung bei. Dort findest du meinen Real-Life-Merch, meinen Roblox-Merch. Und unter den Link zum Discord-Server. Und dann, Leute, oh, okay, okay, okay. Wir sind hier auf jeden Fall, Leute. Wir sind auf jeden Fall jetzt hier. Und ja, wir sitzen auf jeden Fall schon mal auf dem Boden. Wie es auch in der Serie so war, Leute. Und jetzt bin ich mal sehr gespannt, was... der Typ, der hat gar keinen Bock mehr, glaube ich, Leute. Bei mir ist das auch alles gut. Ah, das ist auch sowas hier. Okay, das ist eher so. Okay, das ist schon mal cooler als im anderen Game, Leute, weil hier verschwindet wirklich die Figur, wie es eigentlich auch so sein sollte, quasi. Und da war es gerade knapp, Leute, aber das ist absolut kein Problem für mich, Leute. Ich habe so Spiele in meiner Kindheit immer gespielt. Ich bin ein Meister drin, Leute. Ich werde hier kein einziges Mal versagen. Und boom, Leute. Easy. Wir haben es. Easy geschafft. Congratulations. You won the game. Cool, Leute. Und ja, Tauziehen muss ich mir jetzt hier über die angucken. Dann würde ich sagen, was mit der Folge? Und dann würde ich sagen, wie oft habe ich jetzt dann, würde ich sagen, gesagt? Aber egal, Leute. Dann würde ich sagen, haut rein und ciao. Leute.